So, bevor es heute mit dem Spiel losgeht, neue Controller, neues Glück. Sie funktionieren, das hoffe ich zumindest. Und sie sind schon synchronisiert worden. Ihr seht, wie das Schicksal so will, sind die neuen Controller tatsächlich Splatoon-Controller. Es war ein bisschen Absicht. Also gut, ich habe schon nach den geeigneten Controllern gesucht. Aber ich hätte mich auch mit den normalfarbigen abgefunden. Das wäre kein Problem gewesen. Aber wenn schon. Dann eben Splatoon-Controller. Das war bisher der Ersatz-Controller. Das sind jetzt die neuen Controller und ja, und jetzt kann es losgehen. Viel Spaß! So, und da sind wir schon im Spiel Splatoon 3 mit den neuen Controllern. Und wie es der Zufall so will, es sind hier auch im Hintergrund die Farben von meinem neuen Controller. Gut, es sind die Splatoon 3 Farben, nämlich lila und gelb. Und ja. Jetzt geht's los. Natürlich müssen wir nur zuerst kalibrieren, damit will ich euch jetzt nicht langweilen. Wir gehen gleich direkt ins Spiel. Ja gut. Und da sind wir schon drin. Und wer aufmerksam die Nachrichten gehört hat, gelesen hat, gesehen hat, gefühlt hat, geschmeckt und gerochen hat, weiß natürlich, dass dieses Wochenende wieder etwas bevorsteht, nämlich das bekannte und beliebte Splatfest. Ist das letzte Splatfest nicht erst leer? Ja gut, es soll ja jeden Monat wieder ein Splatfest kommen. Oder? Ja. Aber ich habe das Gefühl, es ist jetzt so schnell gegangen. Und ja, das Thema vom neuen Splatfest wird uns jetzt hier gleich präsentiert von Marco Muri und Mantaro. Und was ist das Thema? Ja, sag schon. Momentchen, Momentchen. Die Infos kommen erst rein. Und das Thema lautet, interessant, wirklich interessant, ja jetzt sag schon, oder willst du alles alleine feiern? Ja, ganz ruhig, ich behalte mir nur vor MII. Na, na, los, liebe Hörerschaft, wir präsentieren das offizielle Thema des Splatfests. Trommelwirbel, bam! Was ist deine Lieblingsbegrüßung? Handschlag, Faustcheck oder Knuddeln? Ja, das ist das Splatfest-Thema. Liebe Leute, ich finde es einfach voll interessant. Handschläge sind mir zu neumodisch. Der bewährte Klassiker. Neumodisch? Das Beste ist doch. Was stand da? Mein Gott. Wie umständlich ein Handschlag fungiert, doch quasi als eine Art Mini-Umarmung. Also Mantaro ist im Team Umarmung. Und Muri Faustschlag und Handschlag ist Team Mako. Du bist im Umarmungsformat geboren. Allen anderen fallen Faustchecks und Handschläge. Ja. Ich kann das wieder nicht vorlesen. Der Text kommt viel zu schnell. Deswegen, liebe Zuschauer, natürlich selbst spielen. Dann könnt ihr den Text in voller Länge sehen. Ja. Du bist mal wieder die Neutralitätenperson. Taro, ach, ja, Faustchecks sind ja toll, aber was, wenn man keine Fäuste hat? Ja, dann eben Flossenchecks, extra cool, weil die hat ja auch nicht jeder. Ja, in jedem Falle steht eines fest: ein Handschlag passt zu jedem Anlass. Ein bewährter Standard. Faustcheck und Umarmungen gebühren echte Freundschaft. Ja, gut, es stimmt. Ein Handschlag ist eigentlich so die typische Begrüßung, die sich eigentlich in der Gesellschaft durchgesetzt hat. Also man gibt auch Leuten, die man überhaupt nicht kennt, die Hand. Während ein Faustcheck ist ja eher so eine Kumpelsache, würde ich jetzt mal sagen. So eine coole Begrüßung. Und eine Umarmung ist schon ein bisschen intimer. Wobei es gibt ja Subkulturen, wie zum Beispiel im Furry-Fandom, ist es eigentlich. Oder sehr weit verbreitet ist die Umarmung, oder die Umfodung, die gängige Begrüßung. So, wir sehen hier die Arenen, wo wir jetzt dann gleich hier die Qualle-Wahl haben. Ne, nicht die Qualle-Wahl. Zufallsgenerator, die Qualle-Wahl. Ich war bei der Begrüßung. Und deswegen Umarmung ist schon was Besonderes. Aber ich werde heute, oder jetzt bei diesem Splatfest, also ich werde mich jetzt gleich, werde gleich zeigen, welches Team ich mich entscheide. Werde ich nach den Farben gehen, wenn ich ganz ehrlich bin. Und das werdet ihr gleich sehen. Wer mich vielleicht kennt, ah ja gut, weiß ja, welche Farben ich so bevorzuge.
Blau gibt es leider nicht. Also mir hätte es gefallen, wenn wieder Blau dabei gewesen wäre. Aber es ist egal. Ich werde auch in dem Outfit bleiben. Also die Gasmaske, die bleibt, die Schuhe auch. Aber wenn wir das Splatfest-Shirt anhaben, dann wird natürlich diese coole Jacke entfallen. Aber ich habe mich für dieselbe Farbe entschieden, wie die Jacke hat, nämlich dieses Grün. Und ich begrüße gerne andere mit einer Umarmung. Jawohl, beitreten. Weil, ich bin ganz ehrlich, mit Rot schieße ich nicht so, splatter ich nicht so gerne, mit Orange, ja. Dieses Grün, das passt einfach, finde ich, am besten zu mir. Ihr wisst ja, Alien-Schleimgrün. Und natürlich wird das T-Shirt, das Splatter-Shirt sofort angezogen. Damit jeder weiß, der mich hier herumlaufen sieht, in welchem Team ich bin. Ich sehe übrigens auch Quallen-Aliens, die blau sind. Das irritiert mich ein bisschen, weil die laufen ja immer in den Splatfest-Themenfarben rum. Warum sind da blaue dabei? Das sind noch die Farben vom letzten Splatfest, aber da war ja blau gar nicht dabei. Oder ist das jetzt alles irgendwie so Zufall? Random, wie man heutzutage sagt. Ja, ist komisch. Übrigens, da wir gerade Abend haben, ist auch Abend in Splatville. Das gefällt mir besonders gut, die Tageswechsel. Richtig gut. Also ich kann immer wieder und immer wieder nur sagen, wie gut mir Splatoon gefällt. Und das Splatoon 3 viele Sachen dabei. Viele neue Sachen, die mir richtig gut gefallen. Zum Beispiel die Lobby hier. Ich kann nicht wirklich behaupten, dass ich etwas aus den alten Splatoons vermisse. Vor ein paar Tagen habe ich ja, oder ist es schon Wochen her? Ne, es ist ein paar Tage her, habe ich ja Splatoon 1 gespielt, aus einer Not heraus. Jetzt habe ich ja die neuen Controller und es ist total ungewohnt, dass alles so gut funktioniert, dass der Controller hier nicht abhaut und dass man alles hier so schön im Griff hat. Ich glaube, ich werde in Zukunft, wenn ich sehe, dass die Controller wirklich das Spinnen anfangen, werde ich einfach neue kaufen, weil es hat schon wirklich an Spielqualität eingeboost, dass die Controller wirklich so gesponnen haben. Vielleicht ist das auch der Grund, warum sie jetzt letztendlich kaputt gegangen sind. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, für Leute, wo es wissen möchten, ich habe 30 Euro für die neuen Controller bezahlt. Ja, 30 Euro ist viel Geld. Es waren mal 60 Mark oder noch mehr oder noch weniger jetzt. Aber, ich will meine Lieblingspose. Genau die hier. Wunderbar. Man kann es auch so drehen. Ich mache auch hier Fotos in diesem Modus manchmal, dass ich dann Fotos für Thumbnails habe. Und ja. Oh, das ist auch ein toller. Das davon will ich auch ein Foto. Das schneide ich dann so zurecht und lösche den Hintergrund und dann wird es immer so in Thumbnails eingebaut. Sehr schön. Was wollte ich jetzt sagen? Es gibt eigentlich nicht wirklich viel, was ich aus den alten Splatoons vermisse, wo ich jetzt sage, oh, das war jetzt aber vorher besser. Klar, Waffen stellenweise, wo ich sage, die Waffen haben sich verändert. Ich vermisse zum Beispiel den Tintenschock. Den vermisse ich schon, wenn ich ehrlich bin. Ich vermisse die Option, dass man barfuß laufen kann. Vielleicht gibt es noch bei Salmon Run dann wieder irgendetwas zu gewinnen, dass man dann barfuß rumläuft. Apropos Salmon Run, der ist natürlich auch noch lange überfällig, weil ich unbedingt jetzt mal Gummistiefel haben möchte. Gummistiefel gibt es leider nicht im normalen Shop zu kaufen, sondern die muss man sich verdienen. Man kann sie sich auch nicht bestellen. Das ist so die nächste Baustelle. Und jetzt, wo die Controller ja wieder funktionieren, ist das ja auch kein Problem. Ich hatte ja Controller, zwei sogar, aber die einen Controller haben nur an der Switch selber gepasst und nicht in diesem Handheld. Und der andere Controller hatte keine Bewegungssteuerung. Und das ist dann ein bisschen schwierig dann beim Spielen. Sehr sperrig. So, es geht los. Das erste... Oh, das gleiche Blau. Ja, wunderbar. Blau gegen Gelb. Und das erste Splatfest... Splatfest, das erste... Das erste Runde Splatoon 3. Wunderschönes Blau. Mit den neuen Controllern. Es flutscht und es läuft wie am Schnürchen. Oh, jetzt guckt euch das an. Wunderbar. Wunderbar.
Es ist so, auch wenn es wirklich richtig schlecht läuft, man wird immer wieder mit tollen Bildern belohnt. Heißt Splatoon ist im Moment ist inzwischen bei mir wirklich das Motto, dabei sein ist alles. Es ist wirklich ein wunderschönes Spiel. Es hat eine ganz eigene Ästhetik. So, mit meinem Reihammer? Nee? Das kann der hier, Sniper hier. Oh, jetzt kommt es von allen Seiten. Ja, Mann. Alle auf mich. Hey, das ist ein bisschen Unfeuer. Zack. Aber egal. Mario hat uns weggesplattet. Ja, der gute Mario. Wo ist Luigi? Dabei sein ist alles. Das ist mein neues Motto bei Splatoon, weil es ist wirklich ein schönes Spiel. Ich kann es immer wieder sagen. Und wir sollten uns ein bisschen anstrengen. Vielleicht wird es das neue Fußball. Ja. Ich finde allgemein so Wettkampfspiele, so Sportarten so irgendwie faszinierend. Also ich war halt noch nie der größte Fußballfan. Ich kenne mich mit Fußball auch wirklich nicht wirklich aus. Aber ich finde es toll, wenn sich Leute für so etwas begeistern, weil ich meine, früher war ich da auch ein bisschen anders als der Fußball. Das ist alles doof und das sind immer so Prügeleien und dieses ganze Konkurrenzding und alles. Aber ich muss sagen, es gibt beim Fußball bestimmt Fans und Leute, die das genauso lieben wie wir hier Splatoon, ja, und vielleicht gibt es auch Leute, die sagen, was, spielt ja immer das gleiche Spiel. Mir hat mal jemand gesagt, ja, der Kip, der hat sich extra nur eine Switch und vorher eine Wii U angeschafft, der spielt nämlich nur Splatoon. Das klang irgendwie so vorwurfsvoll, so nach dem Motto, was machst du hier von Quatsch. Aber ich sag mal so, warum nicht? Warum nicht? Es gibt ja auch Leute, die haben ihren Computer anscheinend nur, um aus einem Grund nämlich Fortnite zu spielen oder Minecraft zu spielen oder was auch immer. Und das ist vollkommen in Ordnung. Also inzwischen sage ich, hey, vollkommen in Ordnung. Das ist richtig toll. Wenn man sich bei etwas begeistert. Und schwarze Schafe ist überall. So, jetzt habe ich wieder mal vergessen, die Animation zu testen. Das OBS hat auch ein Update. Aber ich sehe gerade. Ja, es ist ein Win. Und die Animation stockt! Ja! Jetzt! Zack, ja, jetzt! Aber das Siegerbild muss natürlich gemacht werden. Und natürlich blau. Im Team Blau. Super. Okay, ja, jetzt. Jetzt funktioniert's. Wunderbar. Und auch richtig fett Punkte abgesahnt. 1224. Sehr gut. Ja, das war ein sehr guter Start. Also, wie gesagt, auch wenn es jetzt ein bisschen schlechter gelaufen wäre, hätte es mir jetzt auch nichts ausgemacht. Ich genieße jetzt einfach die Tatsache, dass die neuen Controller wirklich wie eine 1 funktionieren. Es ist gar nicht blau, das geht eher so ins Violett. Oder liegt das am Lichteinfall vielleicht? Es ist ja Abend in Splatville. Abendrot. Und das sieht wirklich schön aus. Wunderschön. Kurzer Abriss, was auf diesem Kanal sonst noch demnächst passieren wird. Es ist ja kein reiner Splatoon-Kanal. Gut, Splatoon macht rund 90% des Kanals aus. Wo ich mich stark zurückgenommen habe. Das sind so Real-Talk-Videos oder so, wo ich über Science-Fiction-Filme und so spreche. Wirklich nur, wenn es wirklich ein Thema ist, wo mir wirklich richtig auf der Seele brennt, mache ich ein Video dazu. Ansonsten, jetzt, wo die dunkle Jahreszeit kommt, möchte ich auch ein paar Fantasy-Spiele spielen. Ich möchte mich tatsächlich nochmal an Ori ranwagen und Ori 2. Und ich habe auch in den letzten Tagen ein neues Spiel angefangen. Was ganz Neues, also was wir noch nicht gesehen haben. Ich habe das Spiel, ich habe sie gesehen, aber in einem Stream hat es der YouTuber Corrupted empfohlen, dass er das gerade spielt, aber nur privat macht ein Video dazu. Und da habe ich mir das mal angeguckt. Man spielt eine Maus, die ein Barden ist, eine Bardenmaus, so in einer Mittelalter-Fantasy-Welt.
Und das hat mir richtig gut gefallen, dass ich gesagt habe, hey, das will ich mal spielen. Und natürlich auch das Trolls-Spiel. Es hat gemischte Bewertungen, dieses Trolls-Spiel auf Steam. Also manche schreiben, es ist nicht gut und hin und her und tralala. Das wird mich natürlich nicht davon abhalten, dieses Spiel zu spielen, weil als Trolls-Fan muss ich das spielen. Und ich werde dieses Spiel aber dann doch auf Deutsch kommentieren und stellenweise vielleicht auch Sachen versuchen auf Englisch zu kommentieren, weil wie gesagt, es soll dann auch auf dem King Frolex Kanal geteilt werden und der ist ja auf Englisch und auch da sind die Zuschauer englischsprachig und Englisch verstehen und deswegen will ich da, dass ich da alles mögliche abdecke, aber wann das kommt, das kann ich jetzt nicht sagen, aber so schnell wie möglich. Ich möchte erst das Spiel Ghost of a Tale heißt es, glaube ich. Moment. Ghost of a Tale. Ja, genau. Ghost of a Tale heißt das. Finde ich das Spiel, das ich momentan spiele. Mit einer Mausbart. Aber ich möchte hier nicht jetzt zu viel erzählen. Guckt es euch dann an. Es wird in den nächsten Tagen. Da werden die nächsten Videos dazu. Und da ist kommt. Ich träume ja davon, ja, mein Spiel auch wirklich ganz komplett in einem Zug durchzuspielen, davon ein Video oder vielleicht sogar ein Livestream zu machen, aber es gibt viele Spiele, da ist das fast nicht möglich. Wie zum Beispiel auch wie zu doof ist solche Spiele. Mir würde verkaufen, dass Ghost of a Tale einfacher zu spielen wäre. Weil ich mag das einfach nicht, wenn Story-Game ist, wo es um die Story, auch um das Erlebnis geht. Und dann hat man unüberwindbare Jump'n'Run oder Rätsel, führt man und kommt und weiter. Und das macht dann irgendwie die Atmosphäre der Story kaputt. Auch wenn man dann leicht spielt, ist man dann trotzdem man ewig lang in irgendeinem Dornwald oder so fest und kommt voran. Und ja, Ori ist ja so ein Kandidat für so etwas. Und jetzt hoffe ich, dass jetzt so massive Hürden nicht hat. So, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und Ende. Und wir gucken aufs Ergebnis. Oh, es sieht nicht eindeutig aus. Oh, knapp. Richtig knapp, aber gewonnen. Und auch mit den mit diesen Farben. Boah, sieht man irgendwie richtig gut aus hier. Guck mal, das ist richtig, richtig cool. Also ich sehe mich selber wirklich richtig gern. Und das ist ja die Hauptsache, ja, dass man sich selbst, also aber wenn man sich selbst nicht mag, dann hat man auch Schwierigkeiten, andere zu mögen. Oh, jetzt wird's aber, nee, lassen wir das. Jawohl, hier sieht man auch die Posten, wenn man cool und hierher ruft. Das war vorher mit allen Controllern auch nicht möglich, weil sich eben alles wie ein Karussell gedreht hat und dann hat man irgendwie richtig von vorne gesehen. Das gehört jetzt auch das gehört jetzt auch voraussichtlich erstmal der Vergangenheit an. Und Gott sei Dank, weil auch diese Controller werden irgendwann den Geist aufgeben, aber daran denken wir jetzt nicht. Wir sehen ihn hier und jetzt. Und wir freuen uns auf die dritte und letzte Runde, weil, wie gesagt, drei knackig Runden, der Kampf beginnt. Und ist gleichzeitig unser Splatfest-Training. Oh, wieder blau. Ich werde bei der Gelegenheit, jetzt nicht heute, aber nicht in diesem Video, aber in einem besonderen Video vielleicht mal so ein bisschen quatschen und Real Talk halten, warum eigentlich die Farbe Blau so für mich so eine Rolle spielt und so zentral ist. Da gibt es ja mehrere Bedeutungen, was Farben bedeuten und da trifft auch viel auf mich zu. Aber das, wie gesagt, das soll in einem besonderen Video mal, möchte ich das mal erklären. Das soll jetzt nicht jetzt sein, weil ein oder mehrere Spieler haben den Kampf mal wieder verlassen. Für Spieler, die im Kampf geblieben sind, wird dieser Kampf nicht gezählt.
Ach, wie schön. Jetzt ist es aber so, wir wiederholen. Also ich werde jetzt das Spiel nicht wiederholen, sondern ich möchte die blaue Farbe erstmal beibehalten, dass dann im nächsten Video, im nächsten Spiel wir gleich mit Blau starten können. Das finde ich richtig, das finde ich richtig, das finde ich das Beste. Ich möchte noch was ausprobieren, nämlich ein Foto mit dem Amiibo machen. So, während ich noch dahin laufe, sage ich euch, oder möchte ich noch euch noch fragen, ob ihr vielleicht Ideen oder Wünsche habt, was ihr so sehen wollt auf dem Kanal bezüglich Splatoon oder hauptsächlich Splatoon. Man kann ja so alles Mögliche machen. Man kann ja auch mal so Tutorial-Videos machen, wo ich ja, wo ich euch zeige, also wie man Fotos gemacht hat, habe ich, wie man Fotos macht, habe ich euch schon gezeigt. Ich kann euch auch andere Sachen mal erklären oder zeigen, das können wir machen. Oder irgendwelche, ja, Challenges, sagt man da heutzutage. Wenn ich das und das nicht schaffe, dann muss ich das und das machen. Das wäre natürlich auch möglich, weil mit der Zeit wird das natürlich so ein bisschen langatmig, wenn man immer wieder das Gleiche sieht. Und, ach ja, die Story Games stehen natürlich noch an. Von Splatoon 1 habe ich den Story-Modus nicht durchgespielt. Splatoon 2 gerade so ein bisschen angefangen und bei Splatoon 3 gar nichts. Also was Story-Modus angeht, bin ich wirklich ein bisschen hinterher. So, kurzes Update. Ich versuche hier gerade meinen Amiibo einzulesen, nämlich Gloves, der mit den roten, roten, der mit den grünen Tentakelhaaren, damit ich dem, mit dem ein Foto machen kann, aber es funktioniert nicht. Ich denke, es liegt, nein, das brauche ich nicht. Ich denke, es liegt an den neuen Controllern, dass da irgendwas noch eingestellt werden muss. Wenn ihr vielleicht wisst, was man da kalibrieren muss, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich versuche es inzwischen auch selbst herauszufinden. Bis dahin wünsche ich euch was, habt Spaß und habt ein schönes Wochenende, schöne Woche, schönen Tag, wie auch immer. Spielt fleißig Splatoon. Wir sehen uns allerspätestens am kommenden Wochenende auf dem Splatfest im Team. Umarmen. Das war's. Kipp Supernova over and out.